Hey Leute, willkommen zurück zu Resident Evil 4 HD. Ach du Elend, Krauser ist da. Und Krauser ist ein richtiger Arsch. Oh, da ist er. Na? Das ist Spaß, ne? Ich gehe mal wieder. Der kommt jetzt nämlich die ganze Zeit und verfolgt uns hier. Bam! Hör mal auf jetzt. Kleiner Scheißkerl. Am besten macht man das echt hier. Immer wieder hier auf ihn warten. Und dann wieder runter. Ah. Ekelhafter. Und tschüss. Ist ein richtiger Scheißkerl. Krauser. Krauser. Ja, mit dem Messer, wie gesagt, mit dem Messer geht es besser. Da mache ich, immer am meisten Angst. Da haut er erstmal immer wieder ab. Das Messer ist super. So, dann schauen wir mal. Der kommt jetzt nämlich immer wieder und stresst uns mit seinem Scheiß. Und hält auch eine ganze Menge aus, die Schweinebacke. Die alte Schweinebacke. Was ist er denn? Wo soll ich rennen? Weil du scheiße bist. Du bist so scheiße, dass das stinkt. Oh Gott. Au. Du Arschbacke. Na? Hast Lust auf unser lustiges Spielchen? Das ist so eine blöde Sau. Ich weiß nicht, ob es sich jetzt schon lohnt, das gelbe Kraut zu benutzen. Zack. Nein, nein, nein. Die Ordnung. Die Ordnung muss wiederhergestellt werden. Okay. Da muss ich irgendwann ran. Das ist das Fiese, der Kerl, der wartet jetzt hinter jeder Ecke so ziemlich auf uns. Und will uns wehtun. Oh, da liegt noch eine Granate. Zack, zack. Wie schnell die Magnum mittlerweile nachlädt, das ist fantastisch. Soll ich jetzt schon? Ach komm, scheiß drauf. Ich habe so viel Heilsprays. Das macht jetzt keinen Unterschied, ob ich mich jetzt oder später damit heile. Meine Lieblingspistole. Ist einfach die beste Allround-Waffe, finde ich. Aber noch mehr Heilkraut, sag mal. Ey, ist es... Ich hab... Wisst ihr noch den Punkt, an dem ich gesagt habe, ich muss eigentlich jetzt mal ein Heilspray kaufen? Ja, jetzt habe ich 7 Stück. Und da ist das erste Teil, was wir brauchen. What do you intend to do restoring Umbrella? To bring order and balance to this insane world of ours. A psycho like you can't bring order or balance. You don't seriously think a conservative mind can chart a new course for the world, do you? Ein Teil des Tiers, ein Panther. That's what I'm talking about. Oh. Na, Krause, habe ich dir dann dummes, schönes Barett runtergeschossen. Don't just stand there. Come out and fight like a man. I'm not falling for that one. Just trying to have fun. Bist so eine kleine Kackbratze, Krause. Hast du noch was anderes? Feige Sau. Ja, ja, ja. Einfach mal hier mit Dreck schmeißen. Und damit man nicht Blendgranaten.
So, dann schieben wir das Teil mal hier, weil sonst komme ich hier nicht raus. Da der liebe Krauser ja dafür gesorgt hat, dass die Tür zugeht. Ach, guck mal, hier ist schon wieder ein Kraut. Meine Güte. Die meint's aber gut mit mir. Nee, Krauser ist wirklich einer der fiesesten Gegner, finde ich. Da er einen die ganze Zeit hier terrorisiert. Es ist quasi der Nemesis von Leon, wenn man so will. Der Nemesis kennt ihr noch aus Resident Evil 3. Das war irgend so ein Typ, der Tentakel hatte. Und der hat Jill Valentine verfolgt. Die alte Arschbacke. Fand ich aber sehr geil. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Und ganz zum Schluss hat man ihn dann wirklich... Ah, ne? Wisst ihr. Hab ich ja gespielt. Guckt's euch an, wenn ihr es nicht wisst. Lohnt sich. Ist zwar ein bisschen altbacken, das Spiel. Aber genau das macht ja den Charme aus, finde ich. Dass eben alles so ein bisschen... Ja, alt rüberkommt. So ein bisschen antiquiert. Ist eine geile Sache. Von der Spielmechanik und so weiter. Von der Steuerung. Aber ja, wie gesagt, der Nemesis ist mit einer der besten Resident Evil-Teile, der klassischen. Ja, jetzt ist die Frage. Nein. Weil guck mal, die Plunz. Wartet ihr jetzt hier schon? Aha, da den Schatten gesehen. Oh. Und da kommt er schon. Good, Leon. Good. Ja, ja. Hast du, ne? Bist du abgehauen, du feige Sau. Hat er gemacht, hat er gemacht. Okay. Ich hab so viel Schrotmunition. Wo kommt das denn her, bitte? Eieiei! Irgendwie erinnern mich die Dinger jetzt spontan an Shadow Complex. Kennt ihr das Spiel, ne? Shadow Complex. So. Alles klar. Überall ist hier mit Fallen zu rechnen. Ja, und die Dinger helfen Krauser auch noch. Feiger Drecksack. Ohne seine technischen Hilfsmittel kann er sich nicht zur Wehr setzen. Wahrscheinlich braucht er sogar eine Penispumpe oder sowas. Der Krauser. Manche Männer brauchen eben Hilfsmittel. So wie du. Feiger Arschkeks. Dachte ich. What is it that you fight for, comrade? My past, I suppose. Umbrella. Oh oh. Oh Gott. Ja, geil. Das war jetzt echt ein bisschen zu nah. Ich wusste gar nicht mehr, wie ich runterziehen soll. Mieser Hund, du Mieser. Ah, Krauser. Krauser! Hört sich an wie aus so einem japanischen Anime, der Superschurke. Krauser! Münchhausen! Kennt ihr Orozuki Dochi? Naja. Oh, ist kein guter Anime, finde ich. Der ist einfach nur ein bisschen pervers. Hentai halt, ne? Naja. Da ist auch einer Münchhausen. Die Story war total... Bläh? Die war total irrelevant. Gott, ich habe keine Munition mehr. Nee, das ist gar nicht gut. Tick, zack, zick, zack, zick, zack, zick, zack, zick. Na, Krauser. Wo bist du, Krauser? Ich habe gleich das dritte Teil. Was willst du dagegen tun, hä? Halt mich doch auf. Halt mich doch auf. Guck mal, da liegt's. Ein Teil des Helltiers Adler. Hell? Two down, one more to go, Krauser. We'll see about that. Witness the power! You've lost it completely, Krauser. Prepare for your death, Leon.
Ich sag ja, er braucht ein Hilfsmittel. Die Lusche. Oh oh. Oh Gott. Oh. Nicht. Weg mit dir. Schweinefürst. Au. Das ist scheiße. Oh, komm schon. Aber immerhin lebe ich noch. Heilspray ist an der Zeit. Ach, Mann. Leck mich doch, Krauser. Ach, ja. Warum kann ich nicht zuhauen? Ich wollte... beziehungsweise schießen. Der Kampf ist scheiße. Beschlossen und verkündet, der Kampf ist scheiße. Na komm her. Nein. Pennergesicht, so geht's nämlich am schnellsten. Was ein Abgang. Ein Teil des Tieres, die Schlange. Achso, ich hatte erst den zweiten, genau. Krauser! Zwei Heilsprays. Na gut, das brauche ich nicht mehr die ganze Zeit rumlamentieren, dass ich so viel Heilung habe, ne? Oh komm, ist ja noch Zeit. Erstmal schön die Waffen laden, ja. So, Krauser. Krauser? Der Name allein schon. Das muss ja ein super, super, super Schurke sein, wenn er einen deutschen Namen bekommt, ne? Anders geht's ja nicht. Alles andere wäre sehr unglaubwürdig. So, Leute. Habe ich hier einen Schatz? Na, stimmt ja. Hier war kein Schatz. Dieser Abschnitt kommt mir nur so lange vor. So. Ach, Kacke. Hier muss man den Hebel ziehen. Huch. Seht ihr mal. Ich bin da Zeit verschwendet hier. Nee, Quatsch. Hebel. Da. Wupp. Und der Timer ist immer noch an. Timer an. Flamme an. So, setzen wir mal ganz schnell die drei Teile ein. Es fehlen Teile. Ja, stell dir vor. Eine Schlange. Die Kerze. Und der Adler. Und tschüss, Krauser. Wenn jetzt der Timer um wäre, das wäre richtig ärgerlich. Na gut, das haben wir geschafft. 88%. Perfekt. So kann ich mir das gefallen lassen. Und wieder auf dem ersten speichern, wegen den Kronkorken. Ihr wisst Bescheid. Muss. Und dann geht's weiter. Direkt wird gerumst. Diese Slowdowns übrigens, Leute, das liegt nicht an der Grafikeinstellung oder an der Engine. Ich muss leider sagen, es ist meine Festplatte, glaube ich. Denn die wird langsam kaputt gehen. Ich habe schon bestimmt 7 oder 8 Festplatten die letzten Jahre zerschrottet durchs Aufnehmen. Das ist echt furchtbar. Geht ganz schön ins Geld. So, it seems you killed Krauser too. How shall I return my appreciation? What are you talking about? I thought he was with you. What are you talking about? Did you really think I'd trust an American? To tell you the truth, I was contemplating how to get rid of him. But thanks to you, that's no longer necessary. You were just using him right from the start. Oh, I must hand it to you. You've demonstrated quite a bit of promise by killing Krauser. When your assimilation with Las Plagas is complete, I'll have you serve as my guard. Unfortunately, I'm gonna have to decline your generous offer. I have prior engagements. Enjoy your smart mouthing while you can. Ja, mach ich. Das mach ich doch. Ja, jetzt geht's richtig ab, Leute. Damn. Hey, it's about time.
Sorry, bad traffic. I'll cover you. Llénalos de pólvora. Allí está. That's what I call backup. His name is Mike. You're looking for firepower, you've come to the right place. Wow, Mike! Ist nicht nur cool, sondern hat auch einen richtig geilen Heli dabei. Ja komm, lass wir erstmal. Ich muss hier schnell durch. Denn jetzt wird's unangenehm. Da drin liegt Schrot, aber das ist jetzt nicht wichtig. So, ein Magnum noch, sehr schön. Ist da noch mehr? Ich muss da irgendwie... Oh, wow. Oh, da ist doch noch mehr. Wo ist er denn jetzt hin? Oha. Bam. Habe ich den jetzt runtergetreten oder? Nee, da ist er noch. Hey, du Arsch. Warum? Oha. Tschüss. Kannst du mal runter zu deinen Kumpels jetzt? Nee, will er wohl nicht. Na? Tschüss! Ich find's so lustig. Ja, ich warte lieber noch ein bisschen. Tschüss! Das macht ihr bitte nicht mit der Leiter. Okay, okay, okay. Ich zieh mich nochmal kurz zurück. Weil die Jungs kommen jetzt, glaube ich, alle hierher. Und hier habe ich die beste Position. Mann, ist das laut. Kannst du mal aufhören jetzt zu schießen? Das ist ja furchtbar. Ja, ich bin im Cover. Ja, blow my cover. Ja, mit der TMP wird es alles, glaube ich, ein bisschen leichter von der ganzen Munition, die ich noch habe. Oh, Mike. Mike, Mike, Mike. Bester Mann, Mike. Sind sie alle kaputt. Bam! Gott, du Scumbags! Du bist ein cooler Typ. Oh oh, guck mal da oben. Da sind auch wieder welche. Und ich hole mir jetzt erstmal die Schrotmunition, weil da bin ich schon ein bisschen heiß drauf die ganze Zeit. Gewehrmunition. Ja, zu meiner Festplatte. Das ist echt ärgerlich. Die gibt langsam den Geist auf. Ich habe jetzt schon... Oh, du hast vergessen, dass ich jetzt hier stehe, richtig? Ja, hier habe ich dich ertappt. Mit der habe ich schon viel, viel aufgenommen, aber ihr müsst euch vorstellen, ich lade da jeden Tag durch Aufnahmen etwa... Oh oh. 200-300 GB drauf und die lösche ich dann sofort wieder, sobald das Video gerendert ist. Sogar mehr noch. Ich lade da nicht nur 200-300, ich lade da fast manchmal 500, 600, 1000 GB drauf. Nee, das ist nur eine Terabyte-Festplatte. Hallo? Ich vergesse immer wieder, dass diese Knarre keinen Schaden macht. Zu machen scheint. Oh oh. Oh oh. Kennergesichter seid ihr. Aber ist der sich rumdrehen kann, ist er tot. Danke.
Genau, ja, also Festplatten sind immer so ein Thema als Let's Player. Ich weiß nicht, kennt ihr andere Let's Player, die darüber mal was gesagt haben? Ah, da kommt schon wieder einer. Ja, wie gesagt, das Laufen in Slow-Mo, das ist auch echt nur, wenn ich aufnehme. Oder meine Grafikkarte geht kaputt. Das ist mir auch schon passiert, dass die Grafikkarte sich zerschrotet, weil ich so viel aufnehme. Naja. Schade. Die kommen halt immer noch da runter, ne? Unglaublich. Ich hab mal hier lang, ihr Pappnasen. Ja, sehr schön. Leute, ich muss aber mal den Part beenden, fällt mir gerade auf. Knack. Denn ich mache schon wieder zu lange und es wird weiterhin so actionreich bleiben. Von daher kann ich keinen Punkt finden, wo ich dann einfach mal so ohne Cliffhanger groß aufhöre. Also mal ein bisschen schneller laufen. Jetzt auch schneller Fratzengulasch. Oh oh. Ich glaube, da kommt noch einer, ne? Nee, sind nur die beiden. So. Alles klar, Leute. Ich mach Pause. Wir sehen uns wieder zu Resident Evil 4 HD. Bis zum nächsten Mal. Kommt noch mehr. Ah, ja.